Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum ersehnten Fazit und Feedback zum Radon Render 10.0 HD 750. Das Bike habe ich jetzt schon einige Wochen im Test und ich gebe euch heute ein bisschen Feedback dazu, gehe so in die Details rein, für wen ist das Bike, was kann das Bike gut, was kann es vielleicht nicht so gut, wie sieht die Ausstattung grob aus und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Das Bike kommt mit einer sehr, sehr guten Ausstattung daher. Magura MT7, eine Fox 36, ein Fox Factory Float X Dämpfer, die ganze schöne Kashima Bling Bling ist da dran. Wir haben die dicken Magura Scheiben, die übrigens echt nice sind. Ich bin mit der Magura MT7, mit der MT5 war ich ja nie so super happy, aber die MT7 taugt mir wirklich sehr, sehr gut. Access Schaltung, Funk, passend zum E-Bike natürlich. 750 Wattstunden Akku, dafür steht das 750 im Namen. Und das ganze Bike wiegt ca. 24 Kilo, so wie es jetzt hier steht. Na, mit Pedalen ist es vielleicht ein Ticken schwerer, aber ja. Ich habe das Bike von Radon bekommen und teste das jetzt so ein paar Wochen. Geändert habe ich natürlich nichts, komplett Serie. Das Einzige, was ich dran gemacht habe, ist hier ein Fitlock-Flaschenhalter, damit ich unterwegs was zu trinken habe. Da passt die halbe Liter Flasche, passt da rein. Wunderbar, klappert nichts, Träumchen. Reifen haben wir von Maxxis drauf, vorne ein Assegai, hinten Minion DHR2. Auch super, fahre ich gerne die Kombi. Fahre ich ja tatsächlich auch auf dem Downhill-Bike. Jetzt mal so grob die Punkte abarbeiten. Ich habe ja so ein kleines Punktesystem. Fürs E-Bike machen wir das diesmal ein bisschen anders. Wir gehen immer 1 bis 5 Punkte. 1 ist super schlecht, 5 ist super gut. Wir starten heute mal mit der Optik. Ich finde, optisch können wir sagen, können wir dem Bike eine 5 Punkte geben. Weil mir persönlich taugt das richtig gut. Ich bin sehr, sehr oft auf Parkplätzen auf das Bike angesprochen worden. Und irgendwie hatten die Leute das Radon Render jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Vor allem jetzt nicht in dieser Optik. Fand ich sehr eigenartig. Ich kenne das Bike schon sehr, sehr lange. Denn ich habe auf den Radon Test Days damals im Flow Trail Siegen das erste Mal ein E-Bike gefahren. Das war ein Radon Render. Nicht in dieser Ausstattung, sondern ich glaube kleinste Kategorie, aber immerhin das erste Mal E-Bike gefahren. Deswegen wunderte es mich, dass viele irgendwie dieses Bike nicht auf dem Schirm haben. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Optik ist natürlich immer Geschmackssache. Für mich persönlich aber 5 von 5 Punkten. Die nächste Kategorie, da möchte ich ein bisschen drüber sprechen, wie ist der Antrieb, Akkulaufzeit und so weiter. Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Motoren. Hier ist jetzt der Bosch Performance CX Motor drin, 85 Newtonmeter. Den Motor an sich kannte ich schon, der war auch im Focus Sam Squared drin. Hier allerdings jetzt mit dem Kiox Display. Eigentlich war ich von dem Kiox Display nie so ein großer Fan, bis ich damit das erste Mal mich hab navigieren lassen zu einem anderen Trail, weil wir waren unterwegs, sind von einem Trail zum anderen, haben wir uns navigieren lassen, weil wir da noch Steve und seine Freundin getroffen haben und das hat einfach mega gut funktioniert, über die App, kinderleicht und ihr kennt das vielleicht selber, man will nicht so eine hässliche Handyhalterung am Bike haben, man will aber auch nicht immer aufs Handy gucken, weil das ist ja auch auf der Straße jetzt nicht so eine gute Sache, sondern man kann dann einfach hier aufs Display gucken und das ist super, super easy. 85 Newtonmeter müssen wir natürlich nicht drüber reden, ist natürlich erste Sahne, taugt mir persönlich sehr, sehr gut, obwohl ich ja der Light-EMTB-Fan bin. 750 Wattstunden Akku, ich habe das Ding noch nicht leer bekommen, egal wie lange wir unterwegs gewesen sind. Eher ist die Sonne irgendwie untergegangen und der Akku hatte trotzdem noch 20% irgendwie am Auto. Natürlich hat man das typische, die typische Bosch-Geräuschkulisse, sowohl beim Uphill als auch beim Downhill. Das ist natürlich immer noch so geblieben. Vielleicht tut sich da was in der Zukunft, wer weiß. Man hat auch diesen Trittwiderstand natürlich über 25 km/h, ganz normal beim Full-Size-E-Bike, der entkoppelt nicht vollständig. Allerdings hatte mich das jetzt tatsächlich auf den Strecken, die ich mit dem Fahrrad gefahren bin, nie gestört. Also kommen wir zu meiner Bewertung von 1 bis 5 Punkten. Das heißt, E-Bike als solches, Antrieb, Akku, Motorsystem und so weiter, würde ich jetzt aufgrund, dass der nicht entkoppelt, dem nur eine 4 von 5 Punkten geben. Für mich trotzdem eine gute Bewertung, dass warum diese 4 Punkte zustande kommen. Einerseits das Display hat mich echt überzeugt.
85 Newtonmeter und der Akku geht nie leer. Das Gewicht hat mich tatsächlich nie gestört, weil einfach eine ordentliche Bremse drauf ist. Auch bergab kann man damit super zum Stehen kommen. Das hatte ich beim Focus damals nicht. Eine Code Air hat einfach da für mich persönlich nicht ausgereicht. Und das hat auch noch natürlich 2 Kilo mehr Gewicht gehabt. Das heißt, das Rad ist auch noch einen Ticken leichter. Kategorie Nummer 3, Airtime. Darf natürlich nicht fehlen. Wir gehen allerdings auch noch mal auf das Lauf ruhig verspielt gleich ein bisschen ein, weil wir hauptsächlich mit so einem Bike Trails fahren. Aber wenn mal der ein oder andere Sprung dabei ist, dann funktioniert das wunderbar. Ich habe direkt auf den ersten Jumps gemerkt, hey, du hast dieses wohlige, schwere Gefühl vom E-Bike. Das heißt, das Gewicht ist nicht immer ein Nachteil. In der Luft hat man auch das Gefühl, mehr Sicherheit zu haben. Aber man muss natürlich die Impulse stärker setzen. Airtime funktioniert das Ding allerdings wirklich, wirklich gut. Ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen Ticken mehr Federweg am Heck gewünscht. Allerdings ist der Dämpfer mir kein einziges Mal irgendwie durchgerauscht oder so auf den Jumps, die ich gemacht habe. Und ich war wirklich happy damit. Das ging tatsächlich viel, viel besser in die Luft, als ich dachte, für ein E-Bike. Ich würde sagen, wir geben dem Radon Render für das Thema Airtime eine 3,5, würde ich sagen, weil es eigentlich ja nicht jetzt so für Riesenjumps und so gemacht ist. Aber wenn man das möchte, funktioniert das auch mit dem Rad. Wichtig ist dann natürlich, dass man da auf jeden Fall am besten die Landung schön trifft und so, dass das auch einfach ein geringer Impact ist und ihr auch nicht diesen passiven Federweg nutzt, sondern euren aktiven Federweg in eurem Körper. 3 von 5 Punkte für die Airtime. Die vorletzte Kategorie, laufruhig oder verspielt. Das heißt, wie verhält sich das Ding auf den Trails? Ich würde sagen, es ist eine gute Mischung. Es ist weder sehr laufruhig noch sehr verspielt. Wirklich genau in der Mitte. Ich würde das Bike auch jetzt, um dem Fazit schon mal ein klein bisschen vorzugreifen, als einen sehr guten Allrounder bezeichnen, weil das Bike im Prinzip alles gut macht und man sich draufsetzt. Und ich glaube, dass sich jeder darauf wohlfühlt. Ich hatte keinerlei Eingewöhnungsphase auf diesem Rad und habe es auch irgendwie nicht gebraucht. Außer beim ersten Fahrt, als die Vorderradbremse noch nicht so gepackt hat. Aber da kann das Rad ja nichts dafür. Das heißt, würde ich das weder zu laufruhig noch zu verspielt einkategorisieren, sondern genau in der Mitte. Es ist einfach so ein guter Allrounder. Jetzt die alles entscheidende Frage, das Bike, Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell ist das, ich weiß, dass es sogar noch runtergesetzt ist. Das heißt, wenn ihr so einen Render gerne haben wollt, schaut auf jeden Fall mal vorbei auf der Webseite von Radon oder bei Bike Discount. Da sind die Räder gerade rabattiert und ich weiß gerade den Preis nicht auswendig. Aber Moment, ich schaue einfach mal kurz für euch. Das Radon Render, wenn ihr ein E-Bike sucht, fängt bei 3.699 Euro an. Und mein Modell, was jetzt hier steht, das 10.0 HD, ist 5.799 Euro. Von 7.500 Euro runtergesetzt. Für die Ausstattung, alleine jetzt so eine elektronische Schaltung und so, das kostet ja alles eckig Geld. Dann das Fox-Fahrwerk, sogar die Sattelstütze Kashima. Das ist auf jeden Fall ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn ihr jetzt sagt, ich will ein günstigeres Render haben, weil ich brauche jetzt nicht so eine dicke Ausstattung, dann kriegt ihr ein solides E-Bike für unter 4.000 Euro. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Deswegen vom Preis-Leistungs-Charakter für mich 5 Punkte für das Radon Render. Jetzt schlussendlich aber noch, für wen ist das Fahrrad geeignet und wem würde ich das empfehlen zu kaufen? Ich würde das Rad Leuten empfehlen, die hauptsächlich Trails fahren wollen, die entspannt bergauf fahren wollen, aber auch Spaß bergab haben möchten. Ups, jetzt rollt das schon. Ja, ich setze mich jetzt mal hier drauf eben. Aber auch Spaß bergab haben möchten. Das Rad macht letztendlich ziemlich, ziemlich viel mit. Ich würde sagen, das Bike ist aber nicht für Leute geeignet, die jetzt damit auch im Bikepark ballern wollen, weil dafür ist das Rad eigentlich nicht gemacht. Dann müsstet ihr jetzt zum Deft wechseln. Ich hoffe, das bekomme ich auch mal zum Testen, weil würde mich auch freuen. Aber auf dem ersten Ride damals, am Radar Test Days,
hat mir das Render besser gefallen. Aber das ist ja immer nur eine kurze Phase. Jetzt habe ich ja so einen Langzeittest gemacht und da ist das eine andere Kategorie. Das heißt, wenn ihr hauptsächlich Trails fahrt, ab und zu mal Flow-Trails und solche Geschichten, dann würde ich sagen, ist das Radon Render auf jeden Fall für dich. Wenn du sagst, du möchtest auch ab und zu mal eine Tour fahren, das funktioniert mit dem Rad auch gut. Das ist nicht sonderlich anstrengend oder so. Du kannst den Dämpfer auch zumachen, beziehungsweise den hier auf Firm stellen bei Fox. Dann wippt das auch kaum mit, aber das Wippen ist auch mehr oder weniger egal bei 85 Newtonmeter. Ich hoffe, ich konnte euch alle Fragen beantworten. Wenn ihr noch dennoch Fragen zu dem Bike habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren oder schreibt mir persönlich bei Instagram, wenn das nicht offiziell sein soll. Und ich würde sagen, ich habe jetzt noch ein paar Wochen Spaß. Hoffe, ich muss es nicht so bald zurückgeben. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.